Die Bedingungen der Nähe. Was für Bedingungen gibt es für eine Nähe, die zählt? Also auch die Nähe ist ja, haben wir gesagt, ist ja eine Handlung. Die Nähe können wir als eine Handlung bezeichnen. Und es gibt kaum eine Handlung in der Scharia, die nicht an gewisse Bedingungen geknüpft ist. Also ihre Gültigkeit ist immer an irgendwelchen Bedingungen geknüpft. Das Gebet hat zig Bedingungen, die Zakah hat Bedingungen, Hajj hat Unmengen von Bedingungen. Auch die Niyyah selbst hat Bedingungen. Und hierzu erwähnen die Ahlul-Ilm folgende Bedingungen. Nummer 1, der Islam. Der Islam ist eine Voraussetzung für eine gültige Absicht. Hier gibt es eine gewisse Ausnahme, das ist aber jetzt nicht unser Thema. Zweitens, der Tamyiz. Was bedeutet Tamyiz? Tamyiz bedeutet, die Fuqaha meinen damit, dass man 7 Jahre erreicht hat. 7 Jahre, dass ein Kind mindestens 7 Jahre hinter sich hat, also 7 Jahre voll hat und mit dem 8. Jahr beginnt. Und hier übrigens, wenn wir in der Scharia von Zahlen reden oder von Zeiten, von Monaten und Jahren, dann sind immer die Mondjahre gemeint und nicht die Sonnenjahre. Und die Mondjahre sind immer etwas kürzer als die Sonnenjahre. 7 Jahre, das nennt man Sinu Tamiz in der Scharia. Denn in diesem Alter ist das Kind meistens in der Lage zu differenzieren und auch Absichten zu hegen. Das ist also eine Bedingung. Vor 7 Jahren gibt es keine gültige Bedingung von einem Kind, ausgenommen vom Hajj. Das Hajj ist eine Ausnahme hier von dieser allgemeinen Regel. Und das auch nur, weil es hier bezüglich einen spezifischen Text gibt. Es wird nämlich überliefert, dass eine Frau ein kleines Kind in die Höhe hebt und zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagt, Ali hada Hajj. Und dann sagt er, na'am, walaki hajjurun. Also hat dieser kleine Junge auch ein Hajj, also wenn wir ihn mitnehmen, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, und du hast auch davon, also dir steht davon auch etwas zu. Also er meint damit den Al-Ajr, den Lohn. Das ist aber eine Ausnahme. Ansonsten 7 Jahre ist eine Voraussetzung. Das heißt, ein Kind mit 5 Jahren, beispielsweise, kann für niemanden vorbeten. Oder kann auch nicht eine Adan aussprechen, auch wenn er ihn auswendig kann. Das ist nicht rechtsgültig. Man kann das natürlich machen, damit er das trainiert und so, aber nicht als eine rechtsgültige Tat. Mäschi. Was haben wir jetzt hier genannt? Den Islam, den Tamiz und die geistige Gesundheit. Geistige Gesundheit. Das sind 3 Voraussetzungen.